Das nächste Projekt hat was mit Servern zu tun. Benutzen wir alle jeden Tag, merken es aber oft gar nicht. Admin.io heißt dieser Prototyp von Julias, Jonathan, Moritz, Lorenz, Levi und Paul. Also vorerst einmal ein richtig großes Dankeschön an Matze. Ohne ihn wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Also Admin.io ist ein webbasiertes Server-Simulationsspiel, wo du gucken musst, wie es deinen Servern geht und sie von Viren befreien musst. Also ist, wie gesagt, eine Server-Simulation. Diese Server werden von Viren befallen und du musst in dein Terminal gehen und sie von diesen Viren befreien, indem du die Dateien, die Viren sind, löschst. Genau, wir haben das Ganze webbasierend entwickelt, in hauptsächlich JavaScript, HTML und CSS. Wir haben auch Libraries wie Bootstrap und jQuery dafür verwendet. Also man hat dann vor sich selbst hat man dann, wenn man das Spiel startet, hat man dann so ein sogenanntes Dashboard. Da kann man dann seine eigenen Server sehen. Und man hat zudem noch ein Terminal, wo man die Server, wenn sie zum Beispiel von einem Virus befallen sind und unter sehr starker Last sind, könnte man dann versuchen, das Programm zu entfernen, das diese schädliche Last verursacht. Weil dann bringt das ja den Server nicht viel. Wir haben hier nochmal ein Bild. So sieht das Ganze dann aus. Man sieht seine Server, man sieht oben, wie viele Benutzer man hat. Wenn man keine Benutzer mehr hat, hat man das Spiel leider verloren. Genau, wir haben ein Linux-Terminal eigentlich nachprogrammiert. Das ist auch mit einer Library verwendet. Und wir haben simple Befehle wie help, list, check und rm gemacht. Rm ist Remove-Befehl, damit kann man letztendlich den Virus löschen. Unser Ziel ist, den Menschen zu zeigen, einen minimalen Umgang mit Servern und den Terminalumgang, davon die Basics zu lernen. Im Spiel muss man es schaffen, dass die Nutzer weiterhin auf deiner Website bleiben, was nicht funktioniert, wenn es Viren gibt oder wenn du alle Server heruntergefahren hast, weil dann kann sie niemand mehr benutzen. Genau. Was wir gelernt haben, ist die Spielentwicklung, das Umgang mit Git und ein Teamwork, dass wir halt, wie wir mit Ideen von unserer Gruppe ausgehen. Den Code haben wir Open Source auf GitHub hochgeladen. Das sieht man den Link da. Und dann kann man auch noch eine Live-Demo auf dem zweiten Link spielen. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Julius, Jonathan, Moritz, Lorenz, Levi, Paul. Admin.io heißt der Prototyp. Kommt nochmal hier zu mir nach vorne, während die nächsten aufbauen. Wo ist das? Hat jemand? Du hast das Mikro. Auch ihr habt euch für ein Spiel entschieden, und zwar zum Thema Systemadministrator sein. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Das ist ziemlich lustig, weil eigentlich hatte ich mir gedacht, das ist doch ganz lustig. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Aber irgendwie bin ich auf diese Idee gekommen und ich fand sie irgendwie so ein bisschen lustig. Ich habe gedacht, dass es vielleicht so ein bisschen hektisch ist, wenn man dann irgendwie so 20 Server hat und man muss immer gucken, ob die vielleicht gerade deine Kunden vermiesen, weil die gerade super langsam geworden sind. Und dann muss man immer schon gucken, man muss dann die bösen Dateien entfernen, man muss dann manche Server runterfahren und muss alles sowas machen. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz hektisch wäre und so ein bisschen lustig halt über Zeit. Es geht darum, Viren zu finden in eurem Spiel. Wer von euch hat denn schon mal Erfahrung mit einem Virus gehabt oder sich einen eingefangen? Ich meine nicht Corona. Naja, wir hatten schon mal so einen kleinen Bug in unserem Familien-Apple-System, aber sonst nicht wirklich. So einen kleinen Bug, aber ansonsten. Ihr habt gesagt, das Spiel kann man verlieren, wenn die Server nicht mehr laufen. Kann man es auch gewinnen eigentlich? Ja, wenn man genug Server hat und dann letztendlich schafft, die alle zu administrieren. Also nicht wirklich ein Ziel, aber es geht unendlich weiter. Aber bei 10 Servern kommt dann die Meldung, du hast es geschafft.
Es klingt ein bisschen nach einem Spiel, das ich gerne spielen würde. Danke euch, Admin.io. Großer Applaus für euch nochmal.